Willkommen zurück bei Ron. Beim SV Waldhof Mannheim wird jetzt die heiße Phase eingeläutet. In gut 3 Wochen ungefähr ist dann auch Saisonstart. Und personell gibt es da noch einige Lücken. Ein neuer Flügelflitzer ist da, aber Trainer Patrick Löckner hätte gern noch ein paar mehr neue Spieler. Und genau das birgt Konfliktpotenzial, wie Maximilian Wendel weiß. Ein Team, aber nicht immer einer Meinung. Das Duell Trainer gegen sportlicher Leiter liegt nicht erst seit dem Clinch bei Paris Saint-Germain im Trend. Dort kämpft der ehemalige Mainzer Trainer Thomas Tuchel darum, die Spieler zu halten oder zu bekommen, die er für seine Philosophie benötigt. Was beim Champions-League-Finalisten Alltagsgeschäft ist, passt in kleinerer Form auch zum SV Waldhof. Am Alsenweg wird Mannheims neuer Trainer Patrick Glöckner immer ungeduldiger. Besonders in der Offensive herrscht 2 Wochen vor dem Saisonstart immer noch Handlungsbedarf. Wir müssen natürlich noch extrem viel auf einigen Positionen tun, weil wir ja auch nur so die gewissen Automatismen und das Spiel so vorantreiben können, wie wir es uns vorstellen, wenn wir die richtige Spieleranzahl auch im Training haben. Ein Wunschspieler ist schon da, Rafael García Doblas. Glöckner hatte ihn von seinem vorherigen Verein Chemnitzer FC mitgebracht und hält große Stücke auf ihn. Man sieht ja auch, dass er immer Torbeteiligung hat, dass er ein Spieler ist, den man kaum ausrechnen kann. Er fühlt sich hier, glaube ich, sehr wohl. Man sieht es tagtäglich in der Trainingsarbeit. Und er wird der Mannschaft auf jeden Fall offensiv als auch defensiv die nötigen Impulse geben. Bedeutet, Rafael García Doblas soll vorangehen. Eine Rolle, mit der sich der schnelle und torgefährliche Mittelfeldspieler anfreunden kann. Trotz seines relativ jungen Alters. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich der viertälteste bin mit 26. Aber ja, ich akzeptiere die Lage und denke mal schon, dass ich jetzt ein Führerspieler sein kann und werden kann. Ich denke mal, der Trainer weiß, was er an mir hat. Deswegen versuche ich das so umzusetzen. Jetzt hapert es nur noch an der Umsetzung von Glöckners Transferwünschen. Aber damit befindet sich der SVW ja in prominenter Gesellschaft. Es bleibt am Alsenweg also genauso spannend wie am Pariser Prinzenpark.